bin ein Nichtsnutz und soll mich vergraben gehen. So, meine lieben Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen geilen Folge hier auf dem Channel. Wir haben hier wunderschöne zwei wunderschöne Autos hier stehen, wobei wir bei beiden Fahrzeugen sehr viel zu tun haben. Deswegen habe ich mir gedacht, diese lässt du dir mal für die Aufnahme. Und wir gucken einfach mal, was dieses Fahrzeug hat. Es hat Probleme mit dem Fahrwerk. Da haben wir alle gefunden. Und die sind auch alle da. Ist eine Menge und der hat aber noch mehr. Lenkung fühlt sich locker an. Das habe ich alles rausgefunden. Das kann ich auch gleich nochmal zeigen, wie. Und finde alle Probleme. Das wurde uns bereitgestellt. Welches wir nehmen, ist zwar jetzt ungewiss, aber wir fahren einfach nochmal Teststrecke, Altfabrik und das mit dem grünen Fahrzeug. Wir werden, also ich zeige euch jetzt nochmal, wie ich das rausgefunden habe. Wie das eigentlich alles kaputt ist. So, dann machen wir ein Fahrzeug fertig. Für alle natürlich richtig nice, die sich dafür interessieren. Für alle anderen habe ich bestimmte Themen jetzt auf Lager. Und zwar zum Beispiel die ganze Sache mit Cybermobbing. Cybermobbing ist nicht schön. Ich wurde wurde ich angegriffen von jemandem. Und es ist nicht schön, wenn dann gesagt wird, ich soll mich begraben. Also vorgestern habe ich diese Nachricht gelesen. Da stand dran, ich bin ein Nichtsnutz und soll mich vergraben gehen. Wo ich mir denke, jo. Ach, man merkt schon, wie er sich scheiße fahren lässt. Ich kann nichts. Ja, dann guck einfach nicht mein Videos an und beleidige mich nicht. Okay, es war ein bisschen zu spät. Aber wir sind fertig damit und jetzt wird natürlich alles nochmal gezeigt. Beleidige mich einfach nicht und guck einfach meine Videos nicht. Gut ist, aber man braucht mich nicht versuchen zu beleidigen. Und jetzt nicht versuchen, den besten Kommentar hinzuschreiben, so dass er in irgendeine so eine Vorstellung kommt, hier die schlechtesten Kommentare auf YouTube. Das braucht er nicht probieren. Das gibt es bei mir noch nicht, aber es wird vielleicht bald was geben. Es wird sehr viele Dinge bald kommen. Mein nächstes Projekt ist erstmal Karaoke Party und das mit Facecam, also dass ich dann hier Dance with the Body. Okay, hier können wir uns mal gucken, Stabilisator, Koppelstange vorne, hintere Spurstange und. Aber ich würde mal sagen, wir kümmern uns um den hier. Ich weiß nicht, irgendwie tut er mich an. Der tut mich an, die geile Sau. ja, und die andere Sache, oh, man sieht das schon hier, was hier alles kaputt ist. Das heißt, die Seite muss raus. Ja. Die andere Sache ist, wie gesagt, schon mit den Projekten, dass ich jetzt eigentlich schon was im Kopf habe, was ich nehmen kann. Ich habe als nächstes habe ich einfach vor, sowas Schönes zu machen wie Let's Dance mit Facecam. Versuche ich mir aber auch ein paar, wie soll man sagen, Masken aus. Also eine Maske werde ich mir holen, um dann hier mich ein bisschen zu verstecken dahinter. Ich bin ein Typ, der sich nicht gerne zeigen lässt. Es ist sowieso, in Gamescom dann später, ich bin nicht der berühmte Gronk. Aber trotzdem ist so, wenn dann doch mich einer entdeckt von euch hier draußen, ist er nicht gerade so beautiful. Dann, ja, wie gesagt, das ist vielleicht nicht ganz so meine Sache. Klar rede ich dann mit der Person. Ich bin auch für jeden da, das habe ich gesagt, aber ich weiß nicht. Also irgendwas, wir gucken nochmal. Was muss ich hier vorne alles abbauen? Federhaube. Ja, hinter. Lagerbuchse, Stabilisator. Stabilisator vorne und eine Spurstange. Also das habe ich raus. Jetzt habe ich nur noch hinten. Genau, hier hinten ist sehr, sehr viel kaputt. Ui, das wird nicht gerade billig, Kollege. Das ist nicht gerade billig. Ui. Naja, und neues Equip soll ja kommen. So dass ich auch mal Rage Mode machen kann und meine Tastatur sowas wirklich schrotten kann oder darf. Dass ich dann meine alte nehme und einfach mal so richtig draufschlage und sie dann nicht mehr nutzen kann.
Ich habe ja jetzt schon Probleme gehabt, eine Zeit lang. Ach so, jetzt muss ich die andere Seite hier noch abbauen. Hatte ich noch Probleme gehabt mit den ganzen Tastaturen. Jetzt will ich mir einfach eine neue Maus und Tastatur holen und eine SSD-Karte, sodass ich bessere Videos euch bringen kann. Was muss denn noch raus? Ach, die Koppel, der Stabilisator. Eigentlich können wir ja gleich hinter das Domlager Federhaube. Ach, jetzt muss ich die Feder abnehmen und dann die Federhaube. So, und jetzt habe ich noch hier die Feder, die Federhaube, die Koppelstange, den Stabilisator. Haben wir noch irgendwas? Federhaube, Federhaube, Querlenker, Querlenker B. Habe ich den? Habe ich den schon? Querlenker, Querlenker B, den habe ich, okay. Spurstangen, Lagerbuchse, Lagerbuchse, Lagerbuchse. Habe ich bisher nur eine. Die zweite, wo sind die? Ich habe doch, habe ich eine Lagerbuchse oder habe ich schon zwei ausgebaut? Also das ist jetzt, das ist die Frage. Eine. Okay, sind schon noch mehrere drin. Ne? Können wir mal Überprüfungsmodus anmachen. Mal gucken, das müsste uns ja angezeigt werden. Vielleicht ist es ja auch noch vorne defekt. Da gehen wir mal kurz vor und gucken nochmal hier rein. Ja, die sieht nicht mehr blendend aus. Aber ich glaube, die ist es hier, oder? Halt, Überprüfungsmodus kann ich. Ja, die ist es doch. Wie viel? 23. Gut, jetzt können wir erstmal. Jetzt können wir mal kaufen gehen. Jetzt gehen wir mal kaufen. Und zwar: Lagerbuchse. Lager. Lagerbuchse, kleine Lagerbuchse, normale Lagerbuchse nehme ich zweimal mit. Was brauche ich denn noch? Ich brauche noch Lagerbuchse, hinterer Stabilisator A. Vorderer, hinterer A. So, warte mal, ich habe die Lagerbuchse habe ich schon und die Lagerbuchse habe ich. Ich habe den Stabilisator. Jetzt kommt der Stabilisator Kolbenstange hinten. Wer weiß, wenn ich jetzt noch hier so in Inventar gehen könnte. Hinten. Ja, mich verkaufen. Federhaube. Zweimal Federhaube. Federhaube. Ja, also Leute, ich möchte, wie gesagt, was Neues rausbringen, neue Projekte. Man sieht auch hier, dass ich jetzt immer mehr neue Sachen zeigen möchte. Mir wurde auch eine Nachricht geschrieben, eine Spam-Nachricht. Und die hatte damit zu tun, dass, dass welche zum Spielen gesucht haben. Und ich darauf nicht antworte. Grund des, ist, dass ich den lieben Rattenfinger habe. Und auf sowas verzichten kann. Zwar, klar, die Dinge, die Typen sind Genius. Die Typen sind geil. Wir bauen erstmal, damit wir sehen, was wir noch eigentlich noch haben. So. Wie gesagt, die Typen sind zwar geil. Aber, für meine Sache ist es so. Och, fehlt uns gleich hier die Kolbenstange. Dass ich das nie möchte. Die haben zwar viele, viele Abonnenten. Aber es sind so welche, wo ich jetzt sage, die gehen doch nur an damit. Die sind zu viert und können deswegen sehr, sehr viele Videos hochladen als der Rattenfänger und ich. Wir sind zu zweit auf zwei Kanälen mit zwei nicht die besten Internetleitungen. Und das ist unser Problem. Der Rattenfänger, der Rattenstar Play, der hat bald besseres Internet. Er zieht ja bald um. In eine eigene Wohnung.
Da hat er natürlich dann besseres Internet. Ist natürlich selbstverständlich. Einziges Problem dabei ist er, es werden ein paar Folgen ohne mir geben und so und das und jenes. Ist aber kein weiteres großes Problem. Für mich wäre nur das einzige Problem, wenn ich alleine aufnehmen müsste. Ihr merkt ja, wie ich hier, ja, was für ein Dreck ich eigentlich rede, wenn ich komplett alleine aufnehme. Nein! Zerlegungsmodus. Spurstange zweimal. Ich rede einfach nur Mist. Und das ist selbstverständlich. Spur. Ohne ihn bin ich eigentlich am Hobel. Ich kann einfach nicht. Ich kann nicht. Man merkt zwar in Livestreams, da rede ich los. Da kann ich reden. Aber trotzdem, ich bin nicht einer, der jetzt so losredet und. Okay, den können wir noch benutzen. Halt, die Felge kann drauf. Aber ja, ohne ihn bin ich einfach nur ein Nichtsnutz. Nichtsnutz. So zusammenbauen. Federhelbe, eine neue Fee, eine neue Feder nicht. Und hier das Domlager. Am besten kenne ich mich ja jetzt schon mit den Fahrzeugen aus. Das finde ich eigentlich richtig gut, dass ich hier schon weiß, wo langsam was ist. Das muss ja, muss das einfach wissen, weil sonst ist man ja aufgeschlossen. Man sieht auch, es ist auch an meinem Geld, dass ich bei 11.000 war und XP habe von 2318 im Moment. Dass es nicht gerade wenig ist. Aber das muss sein. Ich komme sonst hier nicht klar, dass ich hier alles Mögliche merken muss, das kriege ich sonst nie klar. Also ich kriege keine Arbeit, Schule und Let's Play, alles in meinen Kopf. Das wäre einfach viel zu viel. Das würde ich nicht hinbekommen. So, ist das Fahrzeug jetzt fertig? Oder haben wir irgendwas vergessen? Lagerbuchse, hintere Querlenker B. Ach du. Uiuiui. Lagerbuchse ist ja bestimmt. Ach hier, Querlenker. Ah. Deswegen konnte man, hätte man auf jeden Fall verkaufen können. Hier haben wir jetzt noch unsere Lagerbuchse. Und was fehlt jetzt noch? Der hintere Querlenker B. Wo kommt der hin? Okay, man sieht schon, man muss sich wirklich hier langsam auskennen. Hinterer Querlenker. Ich bin im Zusammenbaumodus und komme nicht klar. Ah, hier. Genau die zwei Schrauben. So, drin ist er. Jetzt kann man eigentlich verkaufen. 1200. Ist gar nicht so viel. Was sagt denn die Zeit? Können wir vielleicht noch einen schaffen? Ich will nicht. Ich will nicht anfangen. Am besten, ich suche jetzt noch ein Fahrzeug raus, was ich jetzt schon mal mit euch testfahre. Laut beim Beschleunigen. Das testen wir einfach mal. Das machen wir jetzt mal schnell. Wir werden das zwar nicht rausbekommen jetzt durch diese Testfahrt, aber so habe ich jedenfalls noch etwas Zeit, um ein bisschen doof zu quatschen. Nice Fahrzeug. Ist überhaupt nichts da. Genau ein Teil und ich weiß schon welches. Ich weiß schon welches. Ich glaube, das können wir doch mal noch schnell machen. Denn das wird das Flammenrohr sein oder das Auspuffrohr. Wir werden jetzt aber mitkriegen, ob das wirklich laut ist. Wenn das mal lädt. Wir haben ja auch Zeit. Ja. Er ist einigermaßen lauter als die anderen. So.
los geht's. So, und jetzt nochmal hier über die Hügel und jetzt kann man... So macht man das. So macht man das. Ja. Also, das kann man sich bei mir abgucken. Also, ja. Na komm, lade, dann kriegen wir noch den Fahrzeug fertig und dann im nächsten Part können wir uns sehen. Man sieht ja alles im grünen Bereich. Ich muss den nur mal kurz, nein, der ist voll. Jetzt nehmen wir den, halt. Den jagen wir mal kurz hoch. Komm. Telefon ist mir egal. Und ja, genau. Naja, Auspuffrohr. Ich habe ja gesagt, eins von denen wird es ja sein. Und einfach nur das Auspuffrohr. Und ich würde mal sagen, das machen wir noch schnell. Aber ich mache schon mal die Abmoderation. Das mache ich nämlich lieben gerne. Da kann ich mir schneiden. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt einfach einen Daumen nach oben. Auspuffrohr? Ich kaufe es jetzt einfach mal. Gebt einen Daumen nach oben. Schreibt mir natürlich in den Kommentaren, was euch gefallen hat und was nicht. Das würde mich nämlich sehr, sehr interessieren. Ach, Abgas ab. Ah, der Abgas. Au, oh, jetzt habe ich was falsches gebaut. Geholt. Abgas. Hier. Für 200. So, wenn euch jedenfalls der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten. Schreibt mir natürlich in den Kommentaren unten, warum nicht. Das würde mich ja wie immer blendend interessieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei, weiß ich nicht, was da kommt. Tut mir leid, wegen dem Cut. Was da kommt. Jedenfalls, bis zum nächsten Mal. Euer Manus Bolt. Ciao, ciao.